Gut, dann zapfen wir wohl eine Antenne an. Wenn ihr jetzt hier irgendwie wieder rausfindet. Hey, hier rüber. Ja, ja, klappe. Klappe jetzt ruhig auf die Droht. Mach ich vielleicht irgendwann nochmal. Auch so ständig. Aber wir haben ja einen neuen Punkt bekommen. Drei neue Punkte sogar. So, wir können einmal Ausrüstung. KI-Störung, Jagddrohnen, okay. Oh. Kampf, höherer Schaden durch schwere Angriffe und stoppende Gegner. Oder Fokus vollständig gefüllt ist, erweitertes Rutschen, effizienteres Klettern. Kommt, wir machen einmal das. Fokusschild 3 machen wir noch nicht. Schweren Angriff, den mache ich eh gerne. LS und Y gehen lang schnell in die Drücken des Gegners und nutze Gelegenheit für einen Folgeangriff von hinten. Okay. Nehmen wir einfach nur da die Drohne. So. Es dauert dann wieder, bis wir wieder ein paar Punkte haben. Wo kommen wir eigentlich dahin? Keine Ahnung, schauen wir mal. Und sprint, sprint, sprint und Sprung. Sprint, sprint, sprint und Sprung. So. So, wenn wir eh schon hier oben sind. Ja, ich werde halt gleich über. Ich hole mir nur noch da, das hier ab. Whipnote. Omnisaturn 5 von 24. Oh Gott. Es sind so viele da überall verteilt. Das ist abartig. Aber ah, anscheinend schon geklaut. Ich war nämlich bei der Baustelle da oben. Und da habe ich auch schon ein paar eingesammelt. Und das sind dann insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele es geworden sind. Zu viele auf jeden Fall. Ich glaube 25 halt bis jetzt eingesammelt. Das war zu Schwung vorne. Und insgesamt sind es da nur allein an der Baustelle oben 50 Stück. Das ist abartig, wie viel es da immer sind. Juhu. Und da rein, okay. Und dann da entlang runter. Da entlang. Ach, da hinten rum. Okay. Na, es juckt. Wer? Und dann nach rechts. Ah, okay, gut. Dann gehen wir wohl da rechts entlang. Und den Aufzug. Alt. Gut. Hier unten gibt's nichts. Fahren wir also mit dem Aufzug. Und ich werde langsam müde. Einen Moment. Tut mir leid, musste gerade mal kurz gehen. Ah, ich weiß auch noch, wann das Video schneiden soll. Ich habe jetzt noch für Mond und die Charpizza Folge. Das heißt, ich werde das Video, die Aufnahme heute, vermutlich schneiden, wenn die Verwandtschaft von meiner von der Verwandtschaft daheim ist, oder wieder weg ist. Weil mein Mann hat nämlich morgen Geburtstag. Und vormittags muss ich erst ein Geschenk kaufen. Und danach dann Feuerwehrübung. Und dann Geschenk. Danach dann, wenn Verwandtschaft weg ist, Video schneiden und zum Hochladen fertig machen. So zumindest ist der Plan. Dann ist auf jeden Fall das erste Video. Die ersten paar Videos sind im Amt. Sollten dann am Dienstag eigentlich wieder online sein. Ah, 37 haben wir von 50. Sehr gut. Der Gipfel der Welt. Mission starten. Der Gipfel der Welt. Rebecca plant, das Kommunikationssystem von Krugersek anzuzapfen und braucht dabei deine Hilfe. Klettere auf die höchste Antenne in dem Projekt und bring dort Rebeccas Tape an. Nimm dich währenddessen vor Krugersek-Patrouillen in Acht. Ich weiß deine Hilfe durchaus zu schätzen, Fate. Auf deine Oberflächlichkeit könnte ich allerdings gut verzichten.
Das freut mich, Rebecca, aber du bist ja auch kein Fetzen besser. Tut mir leid. Wow. Einmal hoch und... Aua. Das war so nicht geht da. Ach, hey, ich Idiot. Und tap. Man soll vielleicht schauen, wo man hinspringen muss. Nein, 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 nein. Heb dich halt fest, Faith. Nein. So, jetzt so. Wie ist es eigentlich? Einfach mal zum Üben. Maus, das Tattoo. Vor, zurück, links, rechts und springen. Okay. Lässt sich ja auch relativ gut ansteuern. Ich hatte einige interessante Gespräche mit Isabel Kruger. Sie ist eine ebenso faszinierende wie verwirrte junge Frau. Sie glaubt tatsächlich an das Konglomerat. Ihr Vater war ein guter Lehrer. Ja, jeder glaubt daran, was der Vater sagt. Vermutlich mal schwer. So, wir müssen da hoch. Okay, gut. Ihr nehmt auch lichtbar wieder den Controller. Mit dem bin ich jetzt, ist doch schon eher gewohnt. Wie kommen wir da jetzt besten hoch? Und nein. Oh. Huch. Das war knapp. Nein, wir sind abgestürzt. So, wie sind wir jetzt halt so hochkommen? Ach, da. Falsche Richtung, ich weiß. So. Nein. Da wäre ich jetzt nicht schuld. Die ist einfach weitergesprungen. Tut mir leid. Ja, mein Freund hat mich da probiert, mal mit der Maus und der Tastatur, aber das hat, ist nicht so meins. Wow, wow. Und rot. Bin ich jetzt wirklich zu blöd, da einzuspringen? Anscheinend. Ich bin schon wieder ans Mikrofon gekommen mit der Nase, dann wackelt es immer so. Und tap. Wow. Knapp, vierter Versuch und es hat eigentlich funktioniert. Okay, gut, wir sind oben. Bis jetzt noch keine Kruger-Sexy-Security, Leute. Aber das hat nichts zu sagen. Ja, lauf im Kreis. Ist sehr klug, was ich da anstellt habe. Wieder verbunden. Ich will einfach mal sagen, hier hochlaufen. Gut, den Weg hätten wir wahrscheinlich jetzt auch gefunden. Immer nach oben. So. Drücke A. Ah. Deswegen A. So, da hoch. Isabel zufolge wollen die Familie nur das Beste für uns. Und das kann nur durch persönliche Leistung erreicht werden. Isabel glaubt wirklich daran, dass die Arbeiter aufsteigen können. Ich habe versucht, ihr begreiflich zu machen, dass das alles nur eine Illusion ist, die erschaffen wurde, um die Unterkaste klein zu halten und die Mittelkaste ruhig zu stellen. Sie weigert sich allerdings, den Gedanken auch nur zuzulassen, das Konglomerat könnte die Arbeiter womöglich belügen. Was Isabel Kruger nicht begreift, ist, dass die Idealvorstellung persönlicher Leistung gleichzeitig auch entmutigend ist. Denn was einer gewinnt, geht zwangsläufig einem anderen verloren. Und da unsere Gesellschaft bereits in strikte Klassen unterteilt ist, wird es immer wieder dieselben Gewinner und Verlierer geben. Tja, da hat sie wohl recht. Wohin müssen wir jetzt halt? Ah, okay. So. War knapp.
Ja, ich liebe es so weit oben. Höhenangst lässt grüßen. Puh, scheiße. Jetzt stellen wir es gerade vorne mit einer VR-Brille. Ist ja doch mega geil. Hier eine VR-Brille. Dann brauche ich nicht die, den rechten nicht mehr zum Schauen, sondern kann dann mit dem Kopf schauen. Wäre richtig geil. EA, ich wünsche mir